Für den guten Zweck, Helene Fischer tauscht Mikro gegen Pinsel, und das Ergebnis ist wild. Für einen guten Zweck wird Schlagersängerin Helene Fischer künstlerisch aktiv. Dieses Tier hat sie dafür bemalt. Schlager-Ikone Helene Fischer, 40, hat in ihrer Karriere schon oft genug bewiesen, wie talentiert sie sowohl im Singen als auch im Tanzen ist. Doch das ist nicht alles, die Sängerin hat noch eine weitere künstlerische Leidenschaft, und das ist die Malerei. Kürzlich hat sie das auch zur Schau gestellt und dabei ein ganz besonderes Tier bemalt. Helene Fischer bemalt eine Ziegenstatue. Ein echtes Tier? Nicht ganz. Helene hat nämlich eine Ziegenstatue aus Kunstharz bemalt. Und das Ergebnis ist mehr als nur beeindruckend. Das kleine Tier ist nun kunterbunt und natürlich von der Sängerin signiert. Wer sich für die farbenfrohe Ziege interessiert, kann diese auf der Plattform unitedcharity.de ersteigern. Und die Auktion läuft gut an, das Höchstgebot liegt derzeit bei 3.200 Euro, Stand, 26. Oktober 2024. Arme Familie in Indien erhalten Unterstützung von Helene Fischer. Aber warum bemalt Helene ausgerechnet eine Ziegenstatue? Tatsächlich steckt dahinter eine wohltätige Absicht. Der Erlös des farbenfrohen Tieres geht an das Projekt Heidi Goats India des Vereins Indienhilfe Deutschland e.V. Mit dieser Aktion sollen bedürftige Familien in Indien echte Ziegen erhalten. Insgesamt 1000 sollen gespendet werden. Ziel des Ganzen sei es, die Ernährungs- und Einkommenssituation der Familien zu verbessern, so die Hilfsorganisation. Also ein wirklich gutherziges und wichtiges Projekt, an dem sich Helene beteiligt. Helene Fischer, Kinder liegen ihr am Herzen. Dabei ist es tatsächlich nicht unüblich, dass die Sängerin Charity-Aktionen unterstützt, vor allem, wenn es darum geht, Kindern in schwierigen Situationen zu helfen. Seit mehr als 10 Jahren hilft Helene Fischer etwa dem Verein Rote Kall, der sich gegen die Prostitution Minderjähriger einsetzt. Solche wohltätigen Projekte scheinen ihr eine wirkliche Herzensangelegenheit zu sein. Da freut sich die Schlager-Ikone ganz bestimmt, dass ihre Ziege auf jeden Fall ein paar tausend Euro für den guten Zweck einsammelt. Ob das aktuelle Höchstgebot das Ende der Fahnenstange ist, bleibt abzuwarten. Die Auktion läuft noch bis zum 13. November 2024.